Gute Nacht, ihr Lieben, für euch alle. Heute am Ende des Dienstag, 26. Juni 2023. Dieses Elbhangfest, was es hier in Dresden ja schon seit über 30 Jahren gibt, hat ja dieses Jahr offiziell nicht stattgefunden. Aber es hat eben stattgefunden. Und zwar ganz entspannt. Die Straße, die Pillnitzer Landstraße, die da so an der Elbe lang geht, parallel, war ja sonst über Jahre dann an diesen drei Tagen immer abgesperrt. Und man musste Eintritt bezahlen und Viecheraufwand und dann gab es irgendwelche Events noch da und dort. Und ja, das geht, das kann man machen. Und der Elbhangfestverein hatte 600.000 Euro zur Verfügung und konnte das irgendwie, musste da Sachen bezahlen und das und das und das. Und das ist ja, das muss ja alles abgerechnet werden, das ist ja unglaublich. Und warum eigentlich? Ja, nur damit die Leute irgendwie Wein trinken können oder was? Das können sie auch so. Und die Leute hier am Elbhang gesagt, wir machen das, wir machen einfach hier unser Zeug und öffnen unsere Gärten, wie wir das immer schon gemacht haben und wollten. Und es muss jetzt hier keine großen Hotspots geben und so hat es stattgefunden. Und jetzt ist es zwar schon Dienstag, jetzt müsste man eigentlich darüber nicht mehr reden, aber es war eben so ein Wochenende, was wunderschön war. Am Freitag und Samstag bin ich später mal erst von der Vorstellung zurückgekommen. Da habe ich das gar nicht so mitgekriegt, aber am Körnerplatz war da immer noch was los. Am Sonntag war ich selber beteiligt mit der Thomas-Rosen-Löcher-Veranstaltung. Und das war so schön. Und am Sonntag dann noch Körnerplatz bis nachts um 5 irgendwie. Also auch schön. Deshalb hängt es noch so nach. Und dann ist es ja so, nach einer langen Zeit Thomas Rosenlöcher, da weiß ich immer gar nicht, was mache ich jetzt als nächstes und so, aber es gibt natürlich einen Pool an Leuten, an Lyrikerinnen und Lyrikern, auf die ich immer zugreifen kann und unter anderem auch auf Mascha Kaleko zum Beispiel. Und die hat aus einem ganz anderen Grund so einen Sonntagabend, Montag früh beschrieben, irgendwie Berlin, wo sie ja gelebt hat und dann auch emigrieren musste und so berühmt war und jung zur damaligen Zeit und dann eben weg musste und dann nach Jerusalem gegangen ist und am Ende dann in Zürich gelandet ist und 75 gestorben ist. Irgendwie doch heimatlos, aber eben so eine Dichterin, Lyrikerin, die niemals vergessen wird. Unter anderem mit ihrem Gedicht, was es jetzt gibt. Kleine Havel-Ansichtskarte. Der Mond hängt wie ein Kitschlampion am Märkschen Firmament. Ein Dampfer namens Pavillon kehrt heim vom Wochenend. Ein Chor klingt in die Nacht hinein, da schweigt die Havel stumm. Vor einem Herrn-Gesangverein kehrt manche Krähe um. Vom Schanktisch schwankt der letzte Gast, verschwimmt der letzte Ton. Im Kaffeegarten Waldesrast plärrt nur das Grammophon. Das Tanzlokal liegt leer und grau, man zahlt den Überschuss. Jetzt macht selbst die Rotundenfrau schon Schluss. Von Booten flüstert's hier und dort, die Pärchen ziehen nach Haus, es artet jeder Wassersport, zumeist in Liebe aus. Noch nicken Föhren leis im Wald
Der Sonntag ist vertan. Und langsam grüßt der Stadtasphalt die erste Straßenbahn. So, und Momo hat sich auch zu uns gesellt. Also, der Sonntag ist schon 2 Tage vorbei, aber die Erinnerung, ist noch da. Und hier gibt es noch ein Schlückchen Rotwein. Und ich wünsche euch einen schönen, eine gute Nacht, so rum. Mascha Kaleko. Sei Dank.